heute wieder mal ein Video der besonderen Art. Die Giftpilze, der Tod im Wald und hier im wirklich wahrsten Sinne des Wortes eine der giftigsten Pilze in Mitteleuropa, der spitzbucklige Raukopf und hier sind auch orangefuchsige Rauköpfe zu sehen, also hier sind beides gleich in dem Video und sollen stellvertretend für die Rauköpfe mal gezeigt werden. Solche Pilze bleiben bitte immer im Wald, denn die sind tödlich giftig. Ja, was muss man dazu sagen? Der spitzgebuckelte Raukopf oder eben auch spitzbucklige orange Schleierling. Das sind alles natürlich Pilzarten aus der Familie der Schleierlingsverwandten, also der Cortinarien, der Cortinariaceae. Und innerhalb dieser Gattung gibt es verschiedene Subgattungen und Untergattungen. Und da fallen immer diese kräftigen, rostbraunen, fast fuchsigen Fruchtkörper, diese Farben auf, die knallen selbst im dunklen Wald euch richtig raus. Und man sieht schon hier diesen kleinen Hut mit dem Spitzenbuckel. Ja, da haben sie den Namen her. Aber wenn sie groß sind und voll aufgeschirmt sind, dann sieht man es schon durchaus schlechter. Wir sehen immer so einen gelblichen, gebänderten Stiel. Und dieser Blätterpilz oder Lamellenpilz, der wächst gerne im Schwarzwald, gerne in Fichtenwäldern, wo es feucht ist. Gerne Bäumen, wo Moose sind, in Torfmoosen. Und da kann ich das auch bestätigen. Beide Funde, die hier gezeigt werden, stammen von solchen Fundorten aus dem Schwarzwald. Der Giftstoff Orelanin, der da drin ist, der tut sich erst beim Verzehr eben aus der Glykosidvorstufe bilden und der ist eben tödlich giftig. Und man würde eben am Orelanin-Syndrom erkranken, was letztlich im finalen Stadium zum tödlichen Nierenversagen führt. Also das ist wirklich hier einer der giftigsten Pilze, die es in Mitteleuropa so zu finden gibt. Und deswegen aufpassen. Wir schauen uns das jetzt an, weil wir alle uns besser fühlen, wenn wir die Giftpilze kennen. Und so handhabe ich das. Ich suche in der Tat Giftpilze auch, bestimme sie. Und ja, wenn ich sie noch nicht gefunden habe sozusagen und wer die alle kennt und so viele Arten gibt es dann auch wiederum nicht, nicht. Also 100, 150 Arten sollte man da schon kennen. Da ist man schon auf der sicheren Seite oder sichereren Seite. Ja, Geschmack verbietet sich, aber Überlebende berichten so einen leicht rettichartigen Geschmack. Und natürlich Geschmacksprobe, ja. Bei solchen giftigen Pilzen im Wald, keine Frage, niemals machen. Geruch leicht rettichartig, finde, ja. Kann man vielleicht riechen, ist so eine Sache. Der Hut, rotbraun, so richtig braun, orange-rot, spitzbucklig, radialfasrig, immer feinschuppig, so kleine Schüppchen drauf und irgendwie rau wirkend, nicht? Also daher Raukopf. Bei dem hier gar nicht so gut zu erkennen, bei den anderen Funden besser zu sehen. Wir sehen das Fleisch, was gelblich-braun ist, gelblich-rötlich, rostbraun und natürlich die Stielbasis, immer so orange und faserig, wenn man die dreht und aufspaltet. Die schneidet ja auch ein paar Mal durch. Und eben hier gut zu erkennen, dann diese Stiele. Die Lamellen sind braun, sehr dick. Ne? Ich schneide sie durch, da sieht man auch mal im Verhältnis zum Hutfleisch. Meistens mehrfach dicker wie das Hutfleisch. Breit, ausgebuchtet, angeheftet. Manchmal so gezahnt, herablaufend. Wir sehen meist und oft Zwischenlamellen. Ja, die Sporenpulverfarbe ist nicht überraschend, natürlich rostbraun. Und was man eben hier wirklich sagen muss, das Vorkommen Nadelwald ist typisch, gibt es aber auch manchmal im Laubwald. Wichtig ist, dass sie im Herbst und im Spätherbst gern mit Trompetenpfifferlingen zusammenstehen, weil die so ähnliche Habitate bevölkern. Also da kommen Vergiftungen immer mal wieder vor und daher kommt auch der Spruch, man hat sie mit Pfifferlingen verwechselt, ja, mit Trompetenpfifferlingen. Und in der Tat, ich habe sie auch schon durcheinander wachsen gesehen. Die Gattung Rauköpfe, Schleierlinge, Haarschleierlinge, ich habe es erwähnt, und jede Menge Rauköpfe und Hautköpfe als Verwechslungspartner. Ja. Der orangefuchsige Raukopf hier gezeigt auch mit, also nicht der, den wir jetzt gerade sehen, sondern der am Anfang, der ist natürlich auch tödlich giftig. Und dann gibt es goldgelbe, rhabarberfüßige Rauköpfe, zitronengelbe Rauköpfe, schuppige Rauköpfe, gilbende Rauköpfe, filzschuppige Rauköpfe, können einen halben Tag so weitermachen. Ja, da hört man schon, der Name ist Programm und nichts Gutes, denn die meisten davon sind alle giftig. Die Hautköpfe meist nicht ganz so extrem giftig, dennoch muss man natürlich hier aufpassen, dass man sich die nicht einfängt. Die sind in der Regel magen-darmgiftig und na, nur möchte ich nicht sagen, aber natürlich auch zellzerstörend und definitive Giftpilze. Ja, Bemerkung, man muss eben dann hier mal schauen, die Schleierbänder, die weisen eben auf spitzbucklige Rauköpfe hin und ohne Schleierbänder eben in der Regel die orangefuchsigen Rauköpfe. Beide tödlich giftig.
Unter den Rauchköpfen könnte man jetzt auch mal schauen, wie man die von den Hautköpfen unterscheidet, wenn ihr Spaß an sowas habt. In den Hautköpfen enthaltene Farbstoffe lösen sich nicht in Alkohol, also wer das mal testen mag oder ein Tuch betupft und eben mit Alkohol drüber geht, wird sich eben hier keine Verfärbung einstellen, bei den entsprechenden anderen, den Rauchköpfen, schon. Das wäre so eine Unterscheidungsmöglichkeit, aber man kann sie natürlich auch mit Kaliumhydroxid betupfen, da wird man eine schwarz-braune Färbung bei den entsprechenden Rauhköpfen sehen, bei den Hautköpfen, wenn überhaupt, sehen wir so eine leichte Dunkelfärbung, die Violettton, aber meist nicht. Ja, was muss man sagen? Man kann natürlich hier Rauhköpfe und Hautköpfe generell alle als Nicht-Speisepilze einordnen, denn die meisten sind giftig, gar giftverdächtig und eben Rauhköpfe, tödlich giftige Arten drunter, die eben dann die Orellanine im Körper entstehen lassen und zum Orellanin, also zum Zell- und Leberversagen führen und am Ende durch eine Nierenschädigung, die so schlimm ist, bis es dann eben zum Nierenversagen kommt, auch zum Tod. Und da sieht man schon, das sind mal wirklich Pilze, wenn man die sieht, achtet darauf, wenn man so in den Sammelrausch gerät, dass man da wirklich schaut, dass man da keinen drunter hat. Eine der giftigsten Pilze in Mitteleuropa und da finde ich es schon mal interessant, sich so ein bisschen Zeit zu nehmen und darüber zu sprechen. Ja, also ich habe schon gesagt, das Oranello-Syndrom, nehmen wir es uns doch nochmal vor, Orellanine und andere Nephrotoxine, also nierentoxische Stoffe, die Hydroanthrachinone enthalten, nicht? Also gelbe, rote oder auch grüne Farbstoffe der Schleierlinge, die alle eben unter das Oranello-Syndrom subsumiert werden. Ja, was würde denn passieren, wenn man die wirklich essen täte? Ja, und ich möchte hier nicht den Konjunktiv unbedingt mal bemühen, sowas darf nicht passieren. Ja, extremes Durstgefühl, Mundtrockenheit, Kopfschmerzen sind Symptome, später Nierenschmerzen, dann natürlich auch die klinischen Symptome, Anstieg des Harnsäurespiegels, die entsprechenden Bluthochdrücke, die damit einhergehen, nicht durch das Nierenversagen, bis hin zum urämischen Späterbrechen, was möglich ist und eben kristallklarer Urin kann auftreten, wenn die Nieren bereits zerstört sind. Ja, wenn man dann Glück hat, kann man vielleicht die Leute mit einer Nierentransplantation retten. Ja, das ist so eine Sache. Das Problem ist, dass eben auch hier fatalerweise die Giftwirkungen erst nach 2 Tagen, manchmal nach 17 Tagen eintreffen. Und das hat man dann meist gar nicht mehr auf dem Radar, dass man mal Pilze gegessen hat. Und manchmal gibt es auch Früherbrechen und Durchfall schon nach 4 Stunden oder einem Tag, bis dann eben die fatalen Wirkungen einsetzen. Dann hilft in der Regel nur noch Dialyse oder wenn man noch frühzeitig zum Arzt geht, Hämodialyse, nicht, dass man im Prinzip schaut, dass man die Giftstoffe aus dem Blut kriegt. Und am Ende ist es im Prinzip so, dass eben nur noch die Nierentransplantation einem vor dem Tod retten könnte. Und sowas kann Monate gehen. Die Erholung kann Monate dauern, wenn man keine tödlich giftige Vergiftung hatte. Das hängt stark von der Schädigung der Nieren ab. Aber ihr geht auf jeden Fall mit extremen Schäden aus der Sache raus. Also nochmal, die Intoxikation hier wäre kreuzgefährlich. Dann auch, wenn die Verwechslungspartner nicht ganz so extrem sind, ein Ort eben, Wort auch noch zu den Intoxikationen mit den Hautköpfen, die in der Regel die Hydroanthrachinone enthalten. Also das ist natürlich auch bei den Hautköpfen, wie eben auch bei den Rauhköpfen, den Haarschleierlingen eben vorhanden. Und die scheinen etwas leichter zu verlaufen. Nichtsdestotrotz, Hautköpfe, Rauhköpfe nochmal in den Kopf hämmern, bleiben im Wald. Sie sind wunderschön und wir möchten sie unbedingt auch im Wald belassen. Nicht? Also macht sie mir bitte nicht kaputt. Ich sehe leider immer wieder, dass Giftpilze zertrampelt werden und ähnliches. Denkt dran, auch die sind Symbiosepilze und für den Wald unverzichtbar. Wunderschön und ich finde mit einer der schönsten, wenn auch tödlichsten Pilze in unseren Wäldern. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß auch an solchen Videos. Natürlich weiß ich, dass es jetzt vielleicht für die Sammler nicht unbedingt das ist, was man sehen will, aber das, was man wissen muss. Und deswegen sind wir da, wir wollen Wissen vermitteln, wir wollen euch ein gutes Gefühl geben. Und denkt mal dran, wenn man Giftpilze kennt, fühlt ihr euch besser, wenn ihr euch neue Pilzarten erschließt. Und ein Wort dazu, schaut vielleicht auch mal in die Playlist Pilze bestimmen. Da sind so 100 Pilzarten drin, ich ergänze sie nach und nach. Und da findet ihr garantiert auch für euch das ein oder andere. Habt Spaß, geht raus in den Wald, passt auf, denkt dran, der Tod ist meist nicht weit entfernt. Und bis dann und bis bald im Wald.